Was ist NordVPN? Es ist einer der beliebtesten VPN-Dienste. Aber vielleicht fragt ihr euch, was kann es wirklich für mich tun? Heute bekommt ihr einen kurzen, aber detaillierten NordVPN-Review über alle Elemente dieses Anbieters. Falls ihr euch noch nicht mit VPNs auskennt, hier ist eine schnelle Erklärung, wofür NordVPN eigentlich da ist. VPNs sind eine Art von Software, die Sicherheit und Datenschutz erhöhen. Dies geschieht durch Verschlüsselung eurer Verbindung und durch Umleiten über die VPN-Server, um eure IP zu ändern. Wie funktioniert NordVPN für eure Sicherheit? Nun ja, es schützt euch vor Hackern, staatliche Überwachung und vor eurem eigenen Internetanbieter. Und es wird sogar noch besser. NordVPN hat spezielle Server, die keine Daten von euch speichern können. Ich persönlich finde, das ist eines der Hauptargumente für NordVPNs Datenschutz. Doch keine Sorge, VPNs bieten auch noch weit mehr als nur Sicherheit. Bestimmt wollt ihr wissen, was kann NordVPN zur Unterhaltung leisten? Also, ihr könnt damit auf standortbeschränkte Streaming-Inhalte zugreifen. Alle Streaming-Plattformen und Bibliotheken, die ihr von bestimmten Regionen nicht nutzen könnt, werden mit NordVPN dann zugänglich. Ihr könnt auch bessere regionale Preise in Online-Shops erhalten. Und die Unterschiede zwischen den Ländern können manchmal echt groß sein. Für mich liegt der Hauptwert dieses VPNs aber in den zusätzlichen VPN-Funktionen. Nicht jedes VPN bietet Adblocking und entfernt schädliche Links, wie NordVPN es mit dem Threat Protection Feature tut. Toll finde ich auch, dass NordVPN jegliche Datenleaks in Verbindung mit eurer E-Mail erkennt. Dafür hat es den Dark Web Monitor. Und wenn ihr in einem eingeschränkten Land lebt oder in einer restriktiven Umgebung studiert oder arbeitet, kann NordVPN euch auch helfen. Durch die verschleierten Server umgeht ihr Zensur und Firewalls. Sogar bei den chinesischen Restriktionen kann es effektiv sein. Seine speziellen P2P-Server ermöglichen euch außerdem das Torrenting. Ich habe sie getestet und sie funktionieren echt gut für den schnellen und vertraulichen P2P-Datentransfer. Und auch wenn VPNs oft die Downloadgeschwindigkeit reduzieren, zeigt der NordVPN bei meinem Test kaum einen großen Einfluss darauf. Meine Geschwindigkeit sank nur um 5-10% maximal beim Verbinden mit einem US-Server. Stellt einfach das NordLynx-Protokoll in eurer App ein. Das ist das Schnellste. NordVPN bietet wirklich viel und verlangt dafür echt wenig von euch. Und unter den Top-VPN-Anbietern hat es einen vernünftigen Preis, besonders beim bestmöglichen Preis-Leistungs-Deal. Einen unserer NordVPN-Rabatte findet ihr weiter unten in der Beschreibung. Und wenn ihr nicht sofort bezahlen wollt, könnt ihr NordVPN 7 Tage lang kostenlos ausprobieren. Die einzige Anforderung ist die Registrierung über eine Android-App, aber danach könnt ihr es auf jedem Gerät nutzen. Und wenn euch 7 Tage nicht genug sind, hat NordVPN auch noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Tja Leute, ich hoffe, dieses Video war informativ rund ums Thema Was ist NordVPN? Hinterlasst gern ein Like und abonniert unseren Kanal für weitere VPN-Themen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald!